Hallo Leute, hier ist mein Sohn, der Tim, und ich, der Marco. Und wir wollen heute unseren Gaszähler smart machen. Und hierfür haben wir jetzt schon mal eine Schaltung aus einem Wemos D1 Mini und einem Read-Kontakt aufgebaut. Das Ganze erst einmal auf ein Breadboard, um es zu testen. Und haben den Read-Kontakt mit einem Digital-Pin von dem Wemos verbunden und lesen den über dem internen Pull-Up-Widerstand, der in dem Wemos verbaut ist, dann aus mit einem Digital Read. Hier haben wir noch einen Magneten, den nimmt der Tim jetzt einfach mal in die Hand und zeigt euch mal, was passiert, wenn er mit dem Magneten über den Read-Kontakt fährt. Dann sieht man hier in dem Sketch bzw. in dem Serial Monitor, dass wir anfangen, hier Impulse zu zählen. Also wir haben jetzt bisher 46 Impulse. Und wenn der Tim jetzt nochmal drüber geht, dann sieht man, dann steigt dieser Impulszähler. Genau, sieht man hier wunderbar. Und das Ganze haben wir auch in I.O. Broker integriert. Das heißt, wir senden nach einer gewissen Zeit die Impulse, die wir ausgelöst haben, per MQTT an den I.O. Broker. Man sieht, der Wert 43 ist jetzt hier angekommen bisher. Und jetzt hat er sich aktualisiert auf 52. Alle 30 Sekunden aktualisiert sich der Wert, weil wir dann einen neuen eine neue MQTT-Message publishen. Was wir auch noch gebaut haben, ist, wenn man hier die Entprellzeit verstellt. Ich gehe jetzt einfach mal auf diesen Datenpunkt. Wenn ich den jetzt mal auf 0 Millisekunden runtersetze, vorher war er auf 1000 Millisekunden. Das heißt, wir hatten nur jede Sekunde einen neuen Impuls angenommen. Ich setze ihn jetzt mal runter auf 0 und dann schauen wir mal im Serial Monitor, dass sich das Verhalten ein bisschen ändert. So, Tim, mach nochmal bitte ein paar Signale. Jetzt sieht man, kommen die Zählerimpulse in sehr schneller Folge hier rein. Ja. Wenn wir das Ganze jetzt wieder zurücksetzen, sagen wir mal auf 5000, dann haben wir eine Differenz von 5 Sekunden eingestellt zwischen den einzelnen Impulsen. Jetzt versuch mal schnell Impulse zu erzeugen, Tim. Dann sieht man, es kommen erstmal keine rein und jetzt erst alle 5 Sekunden nimmt er einen neuen Impuls ein. Das muss man dann halt im Praktischen dann auf seinen Zähler abstimmen, ne, weil manche Zähler neigen dazu, die Impulse so ein bisschen unsauber rauszugeben, dass man nicht mehr genau weiß, wann liefert der Zähler jetzt ein High oder ein Low, ist dann etwas Experimentiersache. Das, was wir euch jetzt gezeigt haben, ist jetzt erstmal ja nur die Theorie gewesen. Das heißt, wir haben das nur auf dem Breadboard funktionierend gemacht. Wir werden das Ganze jetzt tatsächlich mal aufbauen bei uns. Wir haben jetzt vor, unseren Gaszähler im Keller mit dem Read-Kontakt auszustatten und Netzwerkkabel, die dort liegen, zu verwenden zur Signalübertragung. Wir werden das Ganze jetzt mal aufbauen, gucken, wie es in der Praxis funktioniert. Und ja, gebt uns ein Like für dieses Video, wenn es euch gefallen hat und wenn wir dann das Endergebnis noch zeigen sollen, wie das Ganze dann tatsächlich funktioniert. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald wieder.